Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute 10 Dinge, die man auf gar keinen Fall googeln sollte. Ja, damit herzlich willkommen zur nächsten Folge. Heute 10 Dinge, die man auf gar keinen Fall googeln sollte. Und wir alle nutzen Google, glaube ich, im Alltag ziemlich häufig. Und es ist auch sehr wichtig und richtig, dass es diese Funktionen gibt. Denn mal eben zu googeln, wie man vielleicht sich selbst die Haare schneiden kann oder wie ein gewisses Gericht gekocht wird, ist ziemlich gut und ziemlich smart. Doch es gibt auch Dinge, die sollte man vielleicht nicht nachgoogeln oder nachsuchen. Vielleicht kann man auch damit seine Freunde verarschen, so ein bisschen wie früher beim Klingelstreich oder wie bei dem Klettergerüstspruch. Doch hier kommen Dinge, die auch nicht so ganz jugendfrei sind und die man in seinem Leben vielleicht nicht so gerne sehen wollte. Platz Nummer 1. Soggy Biscuit. Ja, das Ganze klingt erstmal super, super lecker und man denkt, man würde hier wahrscheinlich ein sehr, sehr leckeres Rezept für einen super Keksteig bekommen. Doch das Ganze wird sich dann so ein bisschen als was anderes herausstellen, also viel Spaß beim Googlen oder auch nicht, vielleicht schickt ihr es euren Freunden. Platz Nummer 2. Clock Spider. Hier könnte man vielleicht darauf kommen, dass es so ein bisschen auf diese Spinnenphobie herausläuft und dass man da vielleicht relativ eklige Spinnenbilder sieht. Doch das Ganze entwickelt sich auch hier zu etwas anderem, als wie man es vielleicht im ersten Augenblick denken könnte. Platz Nummer 3. Trypophobie. Trypophobie ist wirklich eine Phobie, die viele Menschen haben, die aber relativ unentdeckt ist. Der ein oder andere weiß vielleicht schon von dieser Phobie, vielleicht bei sich selber, aber vielleicht auch bei anderen, denn das Ganze geht im Internet sehr oft sehr viral. Deswegen schreibt mal in die Kommentare, wisst ihr von Trypophobie oder habt ihr vielleicht sogar eine? Platz Nummer 4. Bedbugs on Mattress. Ja, bei diesem Begriff kann man, glaube ich, schon eher erahnen, was einem dann da entgegenspringen wird bei Google und bei der Google-Suche. Denn hier werden Bilder angezeigt, die man vielleicht nicht so gerne sehen will, vor allem wenn man nachts noch beruhigt schlafen möchte. Platz Nummer 5, ein sehr bekannter Begriff, Blue Waffle. Blue Waffle ist wirklich im Internet schon ein sehr bekannter Begriff. Ich glaube, das war auch sehr früh schon, dass es da Bilder auf Google war, womit man seine Freunde dann so ein bisschen reinlegen konnte. Also, falls ihr Bock habt, eine Blue Waffle zu sehen, da werdet ihr natürlich auch eine sehen. Ihr werdet wahrscheinlich denken, oh, das ist eine schöne, leckere Blaubeerwaffel oder so. Aber ihr kriegt da doch was anderes zu sehen, als ihr eigentlich sehen wolltet. Platz Nummer 6, Lemon Party. Lemon Party ist, glaube ich, mit der schlimmste Begriff aus dieser Liste, wenn man dann die entsprechenden Bilder findet. Denn hier geht es nicht um eine Feier mit Zitrusfrüchten oder vielleicht um einen Tequila, der getrunken wird. Nein, hier gibt es was ganz anderes zu sehen. Platz Nummer 7, den kennt sicherlich auch schon der ein oder andere, Peanut the Dog. Peanut the Dog ist ein ganz besonderer Hund, den vielleicht die ein oder anderen schon kennen. Ja, ziemlich süße Tierbilder. Schaut einfach mal vorbei. Platz Nummer 8, iPad Sex Attachment. Ja, da habt ihr schon richtig gehört und ihr werdet es schon so ein bisschen rauslesen können, um was es da geht. Googelt das einfach mal und ich will es gar nicht so genau erklären, aber der Name spricht hier für sich und das ist wirklich einer der wenigen Begriffe, der schon fast erklärt, was ihr dann im Endeffekt sehen werdet. Platz Nummer 9. Platz Nummer 9 ist der Slenderman. Slenderman ja auch sowieso im Allgemeinen bekannter Begriff. Und hier muss es einem schon ein bisschen Angst und Bange werden, denn die berühmte Horrorfigur ist, glaube ich, den meisten Leuten bekannt. Und auch in der Internetkultur gibt es da was ganz Interessantes zu sehen. Aber das Ganze ist natürlich nicht für schwache Nerven. Also, falls ihr das nicht aushalten könnt, dann googelt den Slenderman besser nicht. Und Platz Nummer 10, das ist, glaube ich, etwas, was wir alle schon einmal gegoogelt haben und wovon wir uns alle bitte befreien müssen. Wir dürfen das nicht googeln. Das sind natürlich die eigenen Symptome. Ja, die eigenen Symptome sollte man besser nicht googeln, denn das führt zu starken, starken Kopfschmerzen, zu starker, starker Angst und zu krassen Horrorszenarien im Kopf. Und das sollten wir wirklich besser vermeiden und hier besser zum Arzt gehen. Deswegen niemals die eigenen Symptome googeln. Ja, danke, das war's schon wieder mit der nächsten Folge von Einfach Wissen. Falls euch die Folge gefallen hat, schreibt es gerne in die Kommentare, gebt dem Video ein Like und abonniert unseren. Schreibt es auch mal in die Kommentare, was war euer Lieblingsbegriff, den man nicht bei Google suchen sollte. Meins war natürlich die eigenen Symptome, weil man es selbst schon so oft gemacht hat. Das sollte man besser unterlassen und ansonsten sagen wir bis zur nächsten Folge und ciao.